Zu Beginn der Fastenzeit stellen sich wieder viele die Frage, verzichte ich und wenn ja, worauf? Nichts Süßes zum Beispiel, aber aus welchen Gründen? Nicht aus christlichen. Einfach so, weil dass man mal wieder sieht, dass man auch ohne sowas auskommen kann. Warum? Weil ich abnehme nicht. Ja, eigentlich schauen, dass ich weniger auf Sachen, also dass ich auf Sachen verzichte, die wo ich eigentlich normal schon essen darf. Zum Beispiel Süßigkeiten oder so. Warum machst du das aus religiösen Gründen? Ja, weil ich einfach christlich bin. Das gehört für mich zum Glauben dann dazu. Eine Zeit der freiwilligen Entbehrung nur für Christen? Nein, auch bei anderen Religionen ist diese Anforderung fest im Glauben verankert. Eigentlich kennt jede Religion und jede religiöse Tradition immer diese Tradition des Fastens, weil eigentlich eben der Grund und der Sinn darin liegt, mal zu schauen, was in meinem Leben wesentlich ist. Was ist mir wichtig und auf was kann ich verzichten? Und was von dem, was ich glaube, was immer so wesentlich ist und was mein Leben so bestimmt im Alltag, was ist aber gar nicht so bestimmend? Also es gibt ganz viel in unserem Leben, was wir so selbstverständlich nehmen, dass wir es jeden Tag machen, dass wir es jeden Tag tun, dass wir es jeden Tag essen, trinken oder irgendwie und denken, das gehört zu unserem Leben absolut dazu. Und dann kann uns das Fasten zeigen, nein, das Wesentliche in deinem Leben ist was anderes. Für viele liegt der Antrieb zum Verzicht auf Süßes darin, um ein paar Pfunde loszuwerden. Fastenzeit im Christentum ist aber gerade nicht Selbstzweck. Das eigene Verhalten gegenüber sich selbst und anderen zu prüfen, den inneren Kompass neu zu justieren, darum geht es in der Fastenzeit. Also auch eine Art Simplify Your Life, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das bin ich das ganze Jahr über, dass ich zu den anderen Menschen, sage jetzt einmal, freundlich und nett oder zuvorkommend bin. Das muss ich nicht unbedingt in der Fastenzeit. Das beherrscht sich eigentlich das ganze Jahr über. Was wichtig im Leben ist, ich gehe zum Beispiel zum Schweigen, nach Freising ins Kloster, das tut ganz gut. Und jetzt ist mir wichtig, einfach auf den Alkohol im Moment zu verzichten. Da brauche ich nicht eine Fastenzeit dazu, weil das ist das ganze Jahr für mich wichtig. Also wieder, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Bei der Rasanz des Alltags ist die Frage danach für viele eine scheinbare Notwendigkeit. Also der Trend geht dahingehend, dass man sich viel bewusster damit auseinandersetzt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also es ist nicht mehr selbstverständlich und es ist auch nicht mehr ganz klar, was man jetzt macht. Also während man früher ganz klar war, dass man auf Fleisch verzichtet, dass man deutlich weniger isst, dass man also manches einfach weglässt und dass man in Kreuzwege geht, überlegen sich heute die Menschen, die sich Gedanken machen, viel intensiver, wie und was sie in dieser Zeit machen, wie und was sie in dieser Zeit verändern in ihrem Leben. Ab Aschermittwoch zählt die Fastenzeit ohne die Sonntage 40 Tage. Ursprünglich ist die Fastenzeit die Zeit der Vorbereitung für die Menschen, die Christen werden wollten. Am Ostersonntag fand dann die Taufe statt. Doch wie wird die Fastenzeit in anderen Glaubensgemeinden begangen? Im Islam zum Beispiel heißt der traditionelle Fastenmonat Ramadan. Er beginnt heuer am 28. Juni. Wir verzichten auf gewisse Sachen. Das machen ja unsere katholischen Freunde genauso. Der große Unterschied ist, wir verzichten von Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang auf weltliche Dinge. Zudem dauert das ja bei uns 30 Tage. Gefrühstückt werden muss also für die Muslime im Ramadan schon um 4 Uhr früh. Dann heißt es durchhalten bis zum späten Abendessen ab 21 Uhr. An den Hunger und Durst gewöhne man sich. Doch die Müdigkeit mache einem schon zu schaffen, so Mesut Karaüsüm. Belohnt wird das Durchhaltevermögen dann am Ende des Ramadans mit einem Fest. In diesem Monat treffen wir uns hier in der Gemeinde zum Abendessen, zum gemeinsamen Fastenbrechen. Die Menschen treffen sich hier, die kochen hier zusammen. In der Regel holen wir einen Koch aus der Türkei, der eigens dafür eingeflogen wird. Der bereitet das Essen für ungefähr 200, 250 Leute und dann wird bei uns im Saal gemeinsam gespeist. Anschließend gehen wir hier in diese Gebetsräume und dann wird gemeinsam gebetet. Und danach gehen wir raus. Diejenigen, die rauchen, den ganzen Tag aufs Rauchen verzichtet haben, rauchen einen. Die anderen, die unterhalten sich, trinken ihren Kaffee oder ihren Tee. In der Fastenzeit geht es also in erster Linie darum, nach innen zu horchen.
über sein Handeln und Menschsein zu reflektieren und sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Egal, ob aus religiösen Gründen oder einfach aus Freude daran.